Ihr Lieben, angesichts unserer Zeiten, angesichts dessen, was wir im Fernsehen zu sehen kriegen oder in Einzelfällen auch selber erleben müssen, können wir uns schon fragen, wieso gibt es das Böse? Wo kommt es her? Warum schaffen wir es nicht, das, was wir uns selber niemals gefallen lassen würden, es unterlassen, anderen anzutun? Wieso machen wir immer und immer wieder sowas? Es ist doch so anstrengend, das Böse immer und überall zu erleben, zu erleiden und dann eben auch zu merken, dass man selber auch nicht davor gefeit ist, auszurasten und seine eigene Befindlichkeit über ein vernünftiges, mitmenschliches Miteinander zu stellen. Und warum gibt es das überhaupt? Hätte Gott nicht vermeiden können, dass wir uns so etwas antun? Hätte Gott uns nicht einfach gut machen können? Wozu? Es ist doch zum Auswachsen. Und auch gefragt, warum muss es eigentlich sowas wie solche Viren geben? Warum? Ich will keine falschen Hoffnungen wecken. Ich habe natürlich auch keine schlüssigen Antworten. Vielleicht gibt es sie sogar gar nicht, solche Antworten. Und diejenigen, die uns weismachen wollen, in der Bibel ist alles eindeutig beschrieben, es ist Strafe Gottes oder was auch immer, die sind mir auch nicht geheuer, denn will man mit einem Gott zu tun haben, der solche Strafen verhängt, der sich rächt und straft und unser Leben gefährlich macht, will man das? Ich nicht. Was für einen Gott wollen wir? Was wollen wir von Gott? Was will Gott von uns? Wollen wir überhaupt, dass Gott etwas von uns will? Ich glaube, so wird ein Schuh draus, wenn wir mal so fragen. Hören wir noch einmal auf unser kleines Lied im Februar. Die Schöpfung. Gefährlich und schön, tödlich und lebendig. Und wir mittendrin. Wollen wir Gott wirklich, wir die Geschöpfe, für die Schöpfung kritisieren? Gott sprach, Gott redete, Gottes Wort wirkte, Licht wurde, der Urknall und die Energie, die gewaltige Energie gerann zur Materie, zu Stoffen. Und in Jahrmilliarden entstand das Leben auf unserem Planeten von gewaltiger Schönheit und fremdartiger Strenge. Die Schöpfung geht weiter mit jedem Lebewesen, das entsteht, mit jedem Kind, das geboren wird, mit jeder Seele, die diesen Planeten bereichert. Gottes Geist in jeder Seele, Gottes Kraft in jedem Leben, Gottes Wort in unseren Namen. Unser Geist ist ohne Gottes Geist, Gottes Wort, Gottes Liebe nicht möglich. Und wird es ein Ende der Zeiten geben, ein Gericht? Oder ist das Ende der Zeit nur unser persönliches Lebensende? Wissen wir nicht. Ist ja letztlich auch gleichgültig. Denn über unseren persönlichen Tod hinaus können wir sowieso nicht blicken. Aber bis dahin müssen wir uns trotzdem fragen, wie viel Schlange ist in uns? Wie viel Judas? Wie viel Pharisäer? Wie viel Egoismus, wie viel Selbstgefälligkeit, wie viel Dickfälligkeit gegen die Nöte anderer? Wie viel Kreuze richten wir auf? Nicht nur für Jesus, sondern auch füreinander. An dieser Frage kommen wir nicht vorbei, ganz egal, ob wir an Gott glauben oder nicht. Denn ob uns Gott ein Gewissen geschenkt hat oder ob es einfach so da ist, gleich viel. Hauptsache, wir benehmen uns als Mitmenschen und nicht als Armleuchter. Und egal, ob es so etwas gibt wie ein Weltende, ein Ende der Zeiten, unsere persönliche Zeit ist ganz gewiss ohnehin sehr endlich.
Auch wenn es in dieser scheinbar rational geprägten Zeit, im Zeitalter von Wissenschaft, Technik, Medizin und Internet, völlig unlogisch und aus der Zeit gefallen wirkt. Ich möchte am Glauben an den Himmel, an ein Leben nach dem Tod, ein Leben im Licht, an das himmlische Jerusalem festhalten. Hier in dieser Welt freue ich mich über Wissenschaft, Vernunft und Logik und habe nichts übrig für Spücken, Kiekerei und Verschwörungstheorien. Aber wenn es die Grenzen unseres Lebens, unserer Erfahrbarkeit überschreitet, dann komme ich doch ins Grübeln. Dann möchte ich Gott vertrauen, auf den die Schöpfung zurückgeht, der größer ist als das Weltall und doch so klein sein kann wie wir. Dann gelten unsere innerweltlichen Erkenntnisse nichts mehr. Oder ist das alles nur Gequatsche, was wir den Kindern erzählen, wo der verstorbene Opa jetzt ist? Ist unser Gerede dann wie das vom Weihnachtsmann? Opa ist ein Stern, ein Engel auf einer Wolke oder nicht vielleicht doch besser bei Gott im Himmel, wo immer das ist. Ein Stern ist ein glühender Gasball. Ein Engel, das konnte Opa auch schon vor seinem Tod sein. Auf Wolken kann man nicht sitzen. Aber Gottes Himmel, das ist eine andere Welt. Auf die hoffe ich und erlebe in Jesus Christus die Verbindung dorthin. Gott ist Anfang und Ende, A und O, von A bis Z, vor dem Urknall und lange noch nach dem Ende. Gott ist alles in allem und wir dürfen seine Kinder sein. Lasst uns beten. Gott, stärke unseren Glauben und kräftige unseren Verstand. Gott, erleuchte unseren Geist und mach unser Herz weich. Gott, sei du unsere Hoffnung und bewahre uns vor Verzweiflung. Gott, erneuere unsere Gemeinschaft und mach uns mitmenschlich und zuversichtlich. Gott, hilf den Hilflosen und mach die anderen hilfsbereit. Gott, bewahre uns vor Selbstüberschätzung, aber schenk uns auch Selbstachtung. Gott, bewahre uns davor, Menschen zu vergöttern, aber schenk uns auch den Geist von Rücksicht und Respekt. Gott, reich uns deine Hand und führe uns zum ewigen Leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott hebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.